Sonntag, Tag der Ruhe und Erholung. Oder doch nicht? Sonnenliegen, Essen, Trinken und geile Musik passen viel besser zu einem Sonntag, meint zumindest Hanno Lipitsch und organisierte das erste Electronic Picnic in Klagenfurt. Was genau das ist leicht erklärt. Sonntagnachmittag langweilig, Picknick, gute Musik, elektronische Musik, viele Leute, junge Leute, ungezwungenes Beieinandersein. Was passiert hier? Klagenfurt hat das Image, langweilig zu sein und dass wenig passiert. Deswegen haben wir da Slacklines, wir haben Breakdance-Shows, wir haben Tänzer. Ich habe versucht, Künstler zu kriegen, die da irgendwie jonglieren oder so oder eine Show machen. So viel Action wie möglich in Klagenfurt zu bringen. Selbst ist der Mann oder auch die Frau. So versuchen zahlreiche Besucher ihr Glück an den Slacklines. Gott sei Dank stehen die Slackline-Profis hier mit Rat und Tat zur wackeligen Seite. Die Balance finden auf einem sehr schmalen Band, das nur 2,5 cm breit ist. Das ist eigentlich die Herausforderung, die Schwierigkeit an dem Sport. Für mich war einfach die Faszination, das schnelle Erlernen, das vom Unkontrollierten beherrschen bis zum Kontrollierten ein bisschen zum Kommen. Das war einfach die Faszination dahinter und das treibt mich immer noch an. Für das Rahmenprogramm ist also gesorgt. Uns interessiert, was die Picknicker sonst noch für ein gelungenes Picknick brauchen. Ein Decken in meinem Picknickkorb, ja. Ein Volleyball und ganz viele Frauen und Mädels zum Spielen. Ein Flaschenöffner, eine Flasche Prosecco, ein Zelt, dass ich dann auch noch schlafen kann, wenn es mir gefällt. Ja, die Slackline, natürlich. Eine schöne Begleitung. Liebe! Mit Prosecco, Slackline und Liebe bepackt steht einem perfekten Electronic Picnic also nichts mehr im Wege. Zufriedene Besucher, soweit das Auge reicht. Ja, das gefällt mir sehr gut, ja, weil da wird eh zu wenig gemacht, sodass die Jugend da zusammenkommt. Süß, ist wirklich gut. Mir taugt das sehr gut, ich habe viel Spaß, ich treffe viele Freunde hier und die Musik ist auch gut. Ja, ich bin begeistert. Ich bin 88 und meine Glieder machen mit. Das erste Electronic Picnic war also ein voller Erfolg. Ja, es freut mich, dass es angenommen wird, dass Leute da sind, obwohl Muttertag ist, obwohl das Wetter nicht perfekt ist. Und ich glaube, wenn wir das einmal in einem Monat machen, dass dann noch mehr los ist und dass die Leute das genießen, im Europapark zu gehen, Action zu haben, Musik zu hören, Shows zu sehen und einmal einen Sonntag anders zu erleben.